Willkommen zurück zu Yoshi's New Island. Wir machen weiter mit dem letzten Level, Welt 5-8, Prince Pokés Schloss. Also das letzte Level aus der Welt 5. Und ja, offscreen habe ich die Medaillen, Yoshi-Medaillen nachgeholt. Zumindest bis ich 25 Stück hatte. Weil im Spezial-Level kann man ja dann nochmal welche sammeln. So, und ich muss mich auch mal sammeln, weil das hier wird nicht eine einfache Aufgabe sein in diesem Part. Denn Welt 5S ist übertrieben. Und Welt 5.8, der Endboss, dauert auch ein bisschen lang. Also ich weiß nicht, ob für Welt 6.1 noch Zeit ist. Aber da zu gegebener Zeit mehr dann. Okay. Vögel. No. Okay. 5 rote Münzen haben wir ja schon, das ist nicht schlecht. Stimmt, ist es ein Poki, der uns am Ende erwartet. Denn Prinz Pokis Schloss ist wahrscheinlich dann ausschlaggebend da. So, aua. So, weiter geht's. 2 Münzen, 2 Münzen, nee. 6 oder Münzen und 2 Blumen haben wir. Und der erste Checkpoint dieses Levels. Guten Tag. Wir sollten uns beeilen mit den Poki-Fressern. Mit dem Poki-Essen. Okay, das war die dritte Blume. Und die 8 rote Münze. Oh, Fail. Jetzt haben wir schon 25 Sternteile. Ja, sag einmal, ist das nicht super. Da haben wir noch was versteckt. 4 rote Münzen haben wir. 4. Mann, jetzt weg. Ich habe die Blumen mit den roten Münzen die ganze Zeit. 4 Blumen haben wir jetzt. Und 10 rote Münzen. So, weiter geht's. Hoffen wir auf einen weiteren Checkpoint, damit das alles gespeichert bleibt. Obwohl, wegen den Sternteilen mache ich mir mehr Sorgen. Warte mal eine Sekunde. Ich hoffe, du verschwindest nicht. Gut. War noch perfekt. Richtung anvisiert. Ah, hier wird es ein bisschen dramatischer. Ach du Scheiße. Aber geht noch. Noch im Rahmen. Fuck, nimm das mit. Okay, dann kannst du wieder von hier ansetzen. Ach so. Okay, da uns fehlen noch 4 rote Münzen. Und eine Blume. Oh, danke. Jetzt ist es nur noch die Blume, die uns fehlt. Ach so. Ah, jetzt verstehe ich das Ganze hier. Na gut, machen wir halt den längeren Weg. Gehen sogar nach unten. So, hier hätten wir dann nochmal Sternteile und da gibt es ein One-Up. Okay, haben wir alles und jetzt gehen wir auch noch zum Endboss. Das kann ja lustig werden. Warum habe ich denn das One-Up einmal nicht geholt? Ich hätte mir auch das Ei sparen können. So hier. Na egal. Du kannst doch nicht. Du wirst niemals in Baby Bowsers Schloss kommst du nicht rein. Wir werden ja sehen. Ja, das ist ja. Ist ja nicht süß. Oh, ach so. Ja, guten Tag.
Hallo. Servus. Okay. So, jetzt haben wir 4 Etagen plus die obere, wo sein Face ist. So, das kann jetzt ziemlich lang dauern. Bleibt dran, wenn ihr Fails sehen wollt. Oder spult vor, wenn ihr es nicht aushalten könnt, wie ich bei Welt 5S ablos. Oh shit. Komm mir bloß nicht zu nahe, du kleiner Pisser. Fuck. Way. Okay, jetzt brauche ich wieder Nachschub. Vielen Dank. Ah, nicht da reinspringen, bist du wahnsinnig. Ja, komm nicht so weit, komm nicht zu weit. Oh mein Gott. Ja gut. Und jetzt zack. Danke, schön. Und jetzt kommt die letzte Phase. Hilfe. Boah, du bist aber groß. Tschüss. Boah. Ich brauche aber Eier. So, wie viele Etagen haben wir jetzt? Zu viele. Ich glaube 6 plus seinen Kopf. Ja, also 7. Komm mir bloß nicht zu nah. Oh. Ja, besser wäre es, wenn er das gemacht hat. Gut. Okay, aber gleich haben wir es geschafft. Noch 5-mal müssen wir ihn treffen. Viermal. Dreimal. Wir haben nur noch 2 Eier. Komm. Ah, komm mir nicht zu nah. Meinte ich, Alter. Fuck off. Okay, mach halt wieder einen großen Jump. Jetzt kannst du von mir aus noch einmal spucken. Dankeschön. Und. Nee, immer noch nicht. Jetzt aber einmal. Und der letzte. Ja, der Endbosskampf zieht sich lang. Stellt euch vor, ich wäre hier verreckt oder so. Gut. Yoshi und Baby Mario's Daumen gehen nach oben. Das möchte ich euch auch raten. Tut das auch bei diesem Video. Und ja. Wir sind noch nicht am Ende angekommen, aber vielleicht gleich mit den Nerven, nachdem wir Welt 5S gespielt haben. Spezial-Level! Glückwunsch, neues Minispiel. Ja, das alte müssen wir noch freispielen. Welt 5S eingeschneit. Seid ihr bereit für den ultimativen Fail-Part jetzt? 9 Minuten haben wir schon verbracht an dem einen Level. Wie lange wird's hier? Wir frischen erstmal die Eier auf. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache. Okay, wir warten noch eine Runde ab. Okay. Das war schon mal Fail pur. Kann ich eigentlich schon gleich down gehen. Du darfst dir nämlich, wie in den anderen Speziallevels, hast du nur... Warte, 1, 2, 3, 4... Fragezeichen-Dinger mit Sternteilen und die solltest du nicht verlieren. Besser jetzt nicht laufen können.
Aber das ist halt wieder diese Haltung. Selbst in normaler Haltung ist das scheiße schwer und dann auch noch sowas. Oh, was war denn das? Na, immerhin habe ich das eingesammelt. Fuck, wir sind viel zu spät. Scheiße. Bis hierhin hatten wir 6 rote Münzen und 2 Blumen. Ja, es ist nicht schlecht. Also, wenn wir uns immer so rantasten, dann kommen wir noch in diesem Part an den Sieg. Aber ich will 6-1 auch noch spielen. Weil 6-1 hat echt nochmal was zu bieten. Na 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 na. So, jetzt kann's losgehen. Jetzt kann's losgehen. Ich nehme nochmal dich mit. Eigentlich ist es egal, aber trotzdem. Alter, komm schon! Bist du eigentlich dumm? Was mache ich denn? Ich muss doch zuerst die Blume holen. Oh Gott, Alter. Das kann heute lang werden. Sehr lang. So, nochmal warte ich eine Runde ab. Jetzt kannst du losgehen. Ist das dein Ernst? Warte. Okay. Schon gleich hier hin. Dann aber hier aufpassen. Alter. Okay, komm, geh schon gleich dahin. Okay. Gut. Zwölf rote Münzen haben wir schon, 4 Blumen. Wir sind auf einem guten Weg, das jetzt zu schaffen. Aber es muss natürlich jetzt auch klappen. Fuck, das war gar nicht gut, ne. Alter, du musst da auch drauf, ne? Was soll denn das? Was ist denn das? Was? Warum ist es jetzt ungleich?
Nee, komm, lass es sein. Oh Mann, ey, das war wieder ein guter Versuch. Wir waren schon fast am Ende. Ich hätte es gleich bleiben lassen sollen. Da waren wirklich jetzt fast eine Minute, habe ich da verbraucht jetzt an der Scheiße. Ich war halt zu sehr angespannt und wollte das halt machen. Es wäre dann legendär geworden, aber wurde es nicht. Und deswegen lassen wir es so. Das war zwar nicht ideal, aber naja, gut. Warte, mach wieder den von vorhin. Genau. Gehst du hier hin. Dann machst du hier Exchange. Und dann bist du wieder hier. Okay, gut. Was? Willst du mich verarschen? Alter, willst du mich eigentlich komplett verarschen? Oh mein Gott, wie soll ich das denn jetzt hinkriegen? Okay, ich glaube, ich habe einen Plan. Leck mich. Ach, leck mich doch. Das war doch so genital. Warte mal. Nee, komm. Ach, Mann. Oh, muss ich jetzt schon wieder den machen? Okay. Diesmal haben wir kein Problem, da wir gleich ein rotes Ei haben. Okay. Wir haben nur zwei Eier. Finde ich nicht so schön. Man macht nichts. Noch einmal und dann kann es abgehen. Okay. Okay. Hier kann er zumindest nicht mehr kommen. Andere Seite gefällt mir besser, wenn ich von dort gekommen wäre. Was versuche ich eigentlich gerade? Ja, wenn du es einmal versaut hast da oben, dann schaffst du es unten nicht mehr. Ja. Egal. War jetzt zwar nicht so gescheit, das mit Risiko zu machen, aber egal. Dafür lebt ja dieser Kanal hier.
Ich habe noch einen Kohlewille in Yoshis Maul drin, aber gut, das soll mich ja nicht davon abhalten, ne? Weh. Wenn das wieder passiert wie vorhin, dann raste ich aus. Aber zum Glück ja nicht. Okay, diesmal sind wir eigentlich in einer guten Platzierung jetzt. Also, ich habe gerade ein gutes Gefühl. Und wenn ich das schon sage, dann klappt das auch. Oh, ernsthaft? Ist das eigentlich dein Scheiß Ernst? Ja, komm, ey, leck mich doch. Was ist denn das? Ey, das war... Ich hatte wirklich gerade so ein gutes Gefühl. Und dann passiert sowas. Musste ja kommen, aber na gut. Gehen wir schon gleich los. Obwohl, das war viel zu... Alter, ging mir gerade zu schnell. Zack. Okay. Wie viele Eier brauche ich eigentlich? Ich kann das ja nicht sehen. Ich mache so lange, bis ich sehe, dass die anderen flöten gehen. Okay, jetzt warte ab. Alter. Sterne kommen da auch manchmal rausgeschossen. Okay, nein, oh, ist egal. Geh mir zur Reserve noch. Nee, doch, ich gehe jetzt. Nein. Geschafft! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und jetzt noch die Mission. Bitte. Ich weiß nicht, ob das geklappt hat. Auf jeden Fall haben wir alles. Oh. Ja, danke. Ich weiß, ich habe den Spezialer freigeschaltet. Alter. Oh Gott. Jetzt haben wir natürlich die Herausforderung mit dem Schlitten-Yoshi noch vor uns. Das machen wir auch in diesem Part und dann, ja, schauen wir mal. Dann könntest du bitte weiterfahren, danke. Ich habe die Herausforderung gar nicht gemacht. Kommt die unbekannt vor. Hallo, Zeit! Da darfst du also keinen Fehler machen, ich sehe es. Okay. Lassen Sie mich jetzt so probieren. Anfangs können wir ja noch so halten, aber wenn es dann steil bergauf geht, dann müssen wir das schon richtig hinrichten. Oh, ich sehe schon, das wird ganz schlimm. Ich hätte die Herausforderung doch üben sollen.
Macht nix. Fahr doch, Alter. Der geht einfach nicht den Berg hoch. Ey, was ist denn das für ein Bullshit? Gibt's doch nicht. Warte mal, wir machen jetzt hier Skill. Skill-Aufgabe. Okay. Er macht nichts. Jetzt musst du aber ganz steil. Der will einfach nicht den. Hallo! Hallo! Was macht der? Ey, kannst du gleich wieder vergessen. Der will da einfach nicht den Berg dann hoch. Gibt's doch nicht, Alter. So ein Bullshit. Ich raste aus bei diesen scheiß Herausforderungen. Ja, deine Mutter versucht's nochmal, ey. Alter, so ein Bullshit. Unfassbar. Ich weiß, ihr seht nichts, aber ist mir scheißegal gerade. Habt ihr hört den Sound? Ist ein bisschen zu laut. Ne, der will einfach nicht den Berg hochgehen. Das ist ein Bug, das ist ein Glitch. Ich weiß nicht warum. Der will einfach nicht den Berg hochgehen. Weil ich falle da runter, ich schaffe irgendwie den Sprung nicht und dann will er den Berg nicht hoch. Oder anscheinend ist es so programmiert, weil wenn du da runterfällst, dann kannst du nicht mehr den Berg hoch. Was ist das denn für ein Bullshit dann? Wie soll ich das denn dann machen? Okay, ich sollte vielleicht oben drauf bleiben, aber trotzdem. Es ist doch nicht im Menschlichen. Ja, deine Mutter, Alter. Deine Mutter. Komm, ey. Ich habe nur noch 3 Minuten Aufnahmezeit. Dann muss ich den Part sowieso beenden. Komm, ich mach's jetzt so. Ihr seht jetzt nichts mehr. Aber ist mir auch gerade scheißegal. Weil nach diesem Part geht bei mir echt alles durch. Was zum Henker? Nee, ist nicht möglich. Es ist nicht möglich. Ich kann das einfach nicht. Das geht nicht. Ich sterbe hier nach und nach an dieser Stelle. Ich kann den Berg einfach nicht hoch. Und dann ist die Zeit auch noch so knapp bemessen, dass das einfach nicht hinhaut. Jawohl, endlich habe ich mal bis dahin geschafft. So, jetzt seht ihr aber überhaupt nichts mehr. Sowieso nicht. Oh, ich hoffe, ich bin den richtigen Weg gegangen. Ja, geschafft. Aber mit überhaupt keinen Skills und überhaupt keinen Münzen. Ich habe vielleicht mal 2 Leben oder so. 7. Na gut. Oh, das war echt grauenvoll. Und im nächsten Part wird es hoffentlich nicht so schlimm wie in diesem Part. Big Choms Lavalauf. Nicht verpassen. Bis dann und ciao.